Münster und Würzburg haben beide schwierige Tage hinter sich. Im Verbandspokal gab es für beide Mannschaften schwierige Ergebnisse. Für Würzburg ging es gerade eben gut mit einem 9:8 gegen Illertissen. Münster hingegen flog raus gegen Dresden-Bezwinger Rödinghausen, ist damit im Pokal nicht mehr vertreten, will aber in der Liga den Sieg heute gegen Würzburg feiern und damit auf Platz 2 springen vor Bayern-Uerdingen. Die Würzburger, zwei Spiele ohne Sieg, wollen mit einem Sieg selber wieder in die Erfolgsspur hineinfinden. Heißt also insgesamt viel Hoffnung auf beiden Seiten in Münster. Es wird eine Achterbahn im Preußenstadion. Die Würzburger mit einigen Veränderungen. Münster beginnt mit einem ersten Tackling, das zwar gut ausgeht. Heidemann spielt weiter und setzt sich durch gegen Hägele, Pires Rodriguez, Kobylanski, sieht Menig, Fabian Menig, 1:0 nach 3 Minuten. Perfekter Start durch Münsters Rechtsverteidiger Fabian Menig, gut gefunden von Kobylanski. Frühe Führung, kein Abseits, an der Grenze zum Abseits. Münsters Verteidiger und dann richtig gut verarbeitet zum frühen Tor für die Gastgeber und zur frühen Hoffnung Richtung Platz 2 für die Münsteraner Konkurrent. Rivale Osnabrück auf Platz 1 könnten richtig gute Tage werden für die Region. Die Antwort der Würzburger gerade mal 2 Minuten später. Danke für Ademi und es gibt Elfmeter. 5 Minuten gespielt, Kittner mit dem Foul an Ademi im Zweikampf wohl die Hand eingesetzt. Deswegen jetzt die Chance für Würzburg. Simon Skalatidis, alle Spiele gespielt. Mit dem Elfmeter jetzt die Möglichkeit, den Ausgleich gleich zu machen im Duell mit Schnitzler. Souverän verwandelt, Ausgleich für Würzburg und damit die frühe Führung gleich wieder gut gemacht. Simon Skalatidis lässt Schnitzler letztlich keine Möglichkeit mit dem Elfmeter. Frust bei Kittner nach diesem unnötigen Handspiel im Luftduell mit Ademi. Und plötzlich, 6 Minuten später, geht alles von vorne los mit dem Ausgleich der Würzburger. Zuletzt zweimal 0:0 gespielt gegen München und Groß-Asbach. Wiederum 3 Minuten später. Das ist Braun für Dardoschow. Lotte. Chancen im 3-Minuten-Takt. Dritte Tor für Münster, sechste Tor für Würzburg. 9. Minute, Dardoschow trifft die Latte. Und Würzburg spielt nach vorne mit Göbel, Kaufmann, Syre, einst in Osnabrück gespielt beim Rivalen Kaufmann für Ademi. Nochmal Kaufmann. Freistoß entschieden. Foul von Scherder, der zu aggressiv in diesem Zweikampf ist gegen Fabio Kaufmann. Und damit der ruhende Ball für Würzburg. Mittlerweile läuft die 12. Minute. 3. Tor für Münster. 6. Tor für Würzburg, 9. Chance für Dardoschow, jetzt die 12. Freistoß für die Würzburger. Göbel für Kurzweg zum ersten und Ademi nutzt den Kopfball. Partie gedreht und noch keine Viertelstunde gespielt im Preußenstadion. Spektakulärer Auftakt und alle 3 Minuten wird es richtig gefährlich. Würzburg vorne, Kurzweg leicht verlängert, Ademi zum ersten, Ademi zum zweiten, nach zunächst toller Parade von Schnitzler, im Nachsetzen dann erfolgreich Orhan Ademi, 2:1, nach dem bitteren Start, nach dem frühen Gegentor, Würzburg wie aufgeweckt. In der 15. Minute passiert nichts, wir sind jetzt in der 18. Dardoschow. Cueto. Cueto! Drives zurück im Würzburger Tor für Bethke mit der ersten Parade in diesem Spiel gegen Cueto. Spiel bleibt richtig offensiv, richtig attraktiv, defensiv. Einige Patzer auf beiden Seiten, aber offensiv. Da wird heute was geboten. Mast, Ademi, Kurzweg.
Galatides. Kurzweg gegen Schwers und Mast! Nicht gut verteidigt von Münsters Defensive. Und dann gut aufgepasst von Schnitzler. Mast kommt fast ungehindert zum Kopfball. Überhaupt keine Gegenwehr bei den Gastgebern. Eckstoß danach für Würzburg. Schnitzler hat den Ball sicher in der Hand und kann zumindest mal etwas Ruhe reinbringen. Kaufmann wird zum Boomerang. Skalatidis. Ademi. Skalatidis wieder. Kurzweg und Mast. Kurzweg Göbel. Nächste Möglichkeit. Immer noch keine halbe Stunde gespielt. Chancen am laufenden Band. Vorteile im Moment für Würzburg, aber auch Münster immer wieder gefährlich vorne. Nächster Abstoß für Oliver Schnitzler. Cueto, diesmal das Duell gewonnen. Und Dadaschow schon wieder fast durchgelaufen. Etwas überhastet, hätte ein, zwei Schritte noch gehen können. Rufat Dadaschow. Tor verpasst. Drewes muss nicht eingreifen, aber genau das ist das Spiel. Abstoß von Schnitzler und sofort über Cueto, über Kobylanski Richtung Dadaschow. Hier ist Rodriguez. Wieder Dadaschow. Kobylanski. Menig. Flanke abgeblockt. Trotzdem Kobylanski. Heidemann! Jeder darf mal auch Heidemann für Münster. Jetzt eine halbe Stunde gespielt. Es gibt gleich den nächsten Abstoß. Direkt nach der Chance für Heidemann. Würzburg mit Göbel, Kaufmann kaum Möglichkeiten, das Spiel zu schneiden, weil jede Szene mit Torgefährlichkeit endet. Zum Beispiel auch jetzt über Syre. Und scharf gespielt, Ademi. Ohan Ademi, Doppelpack. 3-1 für Würzburg. Super vorbereitet von Syre. Und die Würzburger Kickers mit wirklich tollen Angriffen. Kein Abseits von Syre, scharf reingespielt. Nicht zu machen für Schnitzler, auch für die Münsteraner Innenverteidigung wird das natürlich schwer. Ademi steht genau richtig, hält den Fuß rein, macht das nächste Tor. 3-1, scheint eine klare Sache zu sein in Münster, weil die Würzburger ihre Chancen nutzen. Münster hingegen immer wieder knapp scheitert, wie Cueto oder Dadaschow. Menig, wiederum 3 Minuten später. Braun, Sandrino, Braun hat alle Zeit der Welt und macht dafür zu wenig draus. Das wäre gleich wieder die Antwort gewesen auf das Tor der Würzburger. Freistehend vor Drewes. Auch diese Chance nicht genutzt. 5 Minuten noch bis zur Halbzeit. Cueto. Pires. Rodriguez. Cueto. Cueto. Drewes. Schuppan. Skalatidis. Mast. Syre. Schuppan und dann so ein Ball. Dadaschow eingeladen. Dadaschow! Wieder die Latte. Göbel. Aber wieder Würzburg mit Problem. Jetzt der Ballverlust. Dadaschow, aber jetzt macht er das Tor. 2-3 vor der Pause durch Rufat Dadaschow. Der zweite Ballverlust, dann einer zu viel. Beim ersten Mal ging es gut, da hat die Latte gerettet gegen Dadaschow, aber die Chance lässt er sich nicht nehmen. Kein Abseits, toller Ballgewinn von Cueto und ein eiskalter Abschluss von Dadaschow gegen Drewes. Münster ist wieder dran und die Halbzeit noch nicht vorbei. Cueto hat wieder Raum, Menig. Pires Rodriguez, Cueto! Wahnsinn! Muss der Ausgleich sein. Auch deutlich zu erkennen,
Dardaschow, der selber im Abseits stand, hier nicht eingreifen durfte. Aber Cueto vergibt die große Chance zum 3:3 vor der Halbzeit. Dann ist Pause im Preußenstadion. Eine unfassbare erste Halbzeit mit Chancen im 3-Minuten-Takt. Tore in den ersten 15 Minuten bereits. Das 2:1 für die Würzburger. Ademi setzte einen drauf. Münster lebt noch durch Dardaschows Anschlusstreffer. Zweiter Durchgang beginnt. Genauso stark, wird im Laufe des Spiels dann etwas schwächer. Aber zunächst mal schauen wir auf Münsters ersten Angriff. 4 Minuten nach der Pause über Schwers, Braun und Heidemann. Kobylanski, Heidemann, gute Flanke. Cueto! Drewes da und dann ist die Fahne oben abseits für Cueto, der einst in Köln in der Bundesliga gespielt hat beim FC. Hier, ja, ein Schritt zu weit vorne steht. Richtige Entscheidung. Knapp, aber abseits bei der Flanke von Heidemann. Und jetzt der erste große Sprung. 69. Minute. 20 Minuten geschieht. Fast nichts. Kurzweg dann für Ademi. Wäre das dritte gewesen für Orhan Ademi. Hat man in Braunschweig seine großen Bundesliga-Jahre erlebt. In der zweiten und ersten Liga. Aber hier mit der Vorentscheidung auf dem Kopf. Braun. Rühle eingewechselt für Münster. Genauso Hoffmann. Flanke abgefälscht. Deswegen die Chance für Rühle. Braun. Rühle. Und das ist dann wirklich die harmloseste Chance des ganzen Spiels bis hierhin für Münster. Hoffmann. Und Pires Rodriguez geht wieder los. 2 Minuten nach der Chance von Rühle. Pires Rodriguez vorbei an Zwein. Und Rühle! Nochmal Pires Rodriguez. Einmal Drewes, einmal abgeblockt von Würzburgs Defensive. 5 Minuten bleiben im Preußenstadion. Münster mit Ole Kittner. Dardaschow. Rühle! Und Achtung, es gibt Elfmeter. Es gibt den zweiten Strafstoß des Spiels. Diesmal die gleiche Situation. Handspiel, diesmal von Würzburgs Defensive. Und dadurch gibt es die Möglichkeit, nochmal für Münster den Ausgleich zu erzielen. Es tritt an Rufat Dardaschow. Hat in Berlin beim BFC viele Tore gemacht in der Regionalliga. Gut begonnen in dieser Spielzeit. Jetzt die Chance zum Doppelpack und zum 3:3. Dardaschow! Drei zu drei, kurz vor dem Ende im Preußenstadion. Auch Dardaschow trifft doppelt und nutzt den Elfmeter zum Ausgleich für Münster. Lagen vorne nach 3 Minuten, dann 2:1, 3:1 durch Ademi. Anschluss von Dardaschow und jetzt der Ausgleich ebenfalls kurz vom Ende der Halbzeit durch Rufat Dardaschow. Schluss in Münster, 3:3. Die defensiven Patzer müssen die Mannschaften selber analysieren. Offensiv war es ein Spektakel, auch wenn einige Möglichkeiten vergeben wurden. Es hätte noch höher enden können, wie damals Düsseldorf gegen Braunschweig. So ist es ein 3:3, attraktiv Münster gegen Würzburg.